Hallo und willkommen zu diesem Capstone-Video. Wir sollen bei dieser Gleichung die Kästchen so befüllen, dass sie stimmt. Dazu müssen wir hier zwei Klammerausdrücke ausmultiplizieren. Dazu müssen wir jeden Term mit jedem Term multiplizieren. Also, ich beginne 4x einmal mit 5 und einmal mit 2x zu multiplizieren. 4 mal x mal 5 ergibt 20 mal x. 4 mal x mal minus 2 mal x ergibt also minus 2 mal 4 ist 8 und x mal x oder kurz x Quadrat. Nun multipliziere ich minus 3 mal y ebenfalls mit beiden Termen des anderen Klammerausdrucks. Minus 3 mal y mal 5 ergibt minus 3 mal 5 ist 15 mal y. Minus 3 mal y mal minus 2 mal x, also jetzt habe ich 2 minus, ergeben gesamt ein Plus, 3 mal 2 ist 6 und x mal y, also mal x mal y. Und nun zum Schluss müssen wir noch dementsprechend die Terme richtig zusammenzählen. Beginnen wir mit x². Wir haben hier einen Term in x² stehen, das heißt minus 8 mal x². Dann suchen wir alle Terme mit x mal y. Es gibt einen Term in x mal y, also plus 6 mal x mal y. Dann alle Terme in x, das wäre nur dieser hier, also 20 mal x. Und zu guter Letzt alle Terme mit y, das ist auch nur einer, minus 15 mal y. Somit stimmt die linke Seite mit der rechten Seite der Gleichung überein und die Aufgabe ist richtig gelöst.